und willkommen zu einem neuen Video von uns, meine lieben Leute. Ihr wisst ja, ich war im Dezember in Schweden am 29. und ich habe hier kleine Geschenke für meine Mitbewohner mitgebracht, denn wir wollten unbedingt eine, wie heißt das, Candy Challenge machen? Ja. Swedish Candy Challenge. Es ist ja schon ein paar Monate her, so lange habe ich die Candies in meinem Kasten versteckt und wir machen heute endlich ein Video. Also ich möchte euch vorwarnen, dass die etwas älter sind. Die schauen auch zum Teil schon ein bisschen vergammelt aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Nein, das ist nicht vergammelt, aber das sage ich im Nachhinein, warum das so ausschaut. Okay, dann ganz viel Spaß mit dem Video und let's go. Jeder sucht sich einfach ein Candy aus und probiert es und beurteilt es. Ich nehme das Weiße, weil das Weiße schaut man wir noch immer denken, aus, was das man schmeckt. Ja, habe ich das auch. Hey, weißt du, das ausschaut wie ein Draché-Keks. Okay, let's try it. Warum hat meins da so einen weißen Schmotter da drauf? Das ist von Game, weil das so eine Nase war. Aber man merkt, dass es alt ist. No, was schmeckt das? Das ist ausgespuckt. Hey. Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Ich finde das nicht so schlecht. Nein, man, das schmeckt halt alt. Es hat irgendeinen Eigengeschmack, der richtig grauslich ist. Was ist das da drin? Das ist auf jeden Fall weiße Schokolade und... Mhm. Irgendwie graust man von solchen Sachen. Ich weiß nicht, ich bin ganz schlecht, was sowas angeht. Vor allem, ich habe so schnell einen Rückenwürgereflex. Mhm. Oh Gott, die beißen sich schon aus, wenn da Eier drinnen. Ja, ich hab... Was? Das ist eine Banane. Da sind Bananenchips drinnen. Rundherum weiße Schokolade. Nein, ich habe das wieder ausgespuckt. Die Idee gefällt mir, wenn es noch zu alt wäre. Ein bisschen alt, sorry. Okay. Ich habe panische Angst vor dem, das schaut aus wie so ein Vogelfutter. Das schaut echt aus. Also, ihr müsst euch vorstellen, dort gibt es süße Candies und salzige. Und das ist eher was Salziges. Ey, ja, das kann man essen. Na, wie ein Pickup, oder? Na, wie heißt's? Knickknack. Ja, ja. So in etwa. So Erdnuss mit Sesam und irgendwelche anderen Sachen herum. Probieren wir den Chick-Stummel. Zigarettenstummel, da machen wir dem Kraus immer richtig. Das habe ich nicht. Ich habe eher noch interessante Sachen gegeben. Das ist so weiß immer die Zahn aus. Bäh. Wow, das ist Lakritz. Wow, das ist so fertig. Aber es schmeckt ein bisschen wie ein Kaugummi, aber dieses harte Innere ist eine Katastrophe. Weil, ich hoffe, es kommt was Gutes. Probieren wir das Schokoding. Das schaut geil aus. Okay. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt das Gutes genommen habe, nur die schlechten Sachen genommen. Das ist ein Popcorn. Mhm. Ein Schokopopcorn. Das hätte ich gern gehabt. Das ist geil. Willst du schauen? Nein, ich hab da nicht was schon mit dem Kas oder was. Nein, wisst ihr es nicht? Das ist ja mit Abstand das Räudigste, was ich seit langem gesehen habe. Das habe ich Gott gedacht. Ja, Pilz, mehr Pilz hat das. Nein, du hast da sich die nasse Schüssel rein da. Ja, die sind halt frisch aus dem Geschirrspüler. Wenigstens sauber. Hätten wir das nicht so herzhaben sollen? Schmeckt das noch Veilchen? I don't think so. Jetzt beiß das schmeckt noch Veilchen, oder? Okay, das hätte ich gern gehabt. Ist das schon? Wie schmeckt es nach Veilchen? Ich wirklich. Mhm. Es schmeckt nach Blumen. Das finde ich eklig. Das find nach Veilchen, oder? Nein, ich finde, es ist ein Gummibärchen und so in der Richtung. Ich finde, es schmeckt saugeil. Ist das schon? Aber was ist halt dieser Staub da drüber? Ist halt der Blütenstaub von dem Veilchen oder was? Ah, das finde ich voll eklig. Ich kann auch vorher keine Veilchen essen. Das mag ich. Ich hätte da Wasser was einmal. Okay, probieren wir das ein. Okay, was ist das? Entweder ist das ein Kaugummi, ich weiß es nicht mehr. Das ist echt schon einige Monate her. Schauen Sie raus, sie haut. Und die Schlecko ist zuerst 3 Stunden. Ist das sauer? Das ist gut. Mhm. Okay. Da ist schon wieder Lakritz drin. Bei mir nicht. Bei mir auch. bei mir nicht. Meinst du, geil. Das ist echt nicht gut. Das hätte ich auch gern. Wir können wir gemeinsam. Susi und Strich. Susi und Strich. Jetzt können wir so eine Stampe machen. Reißt's ab, geht schon. Und immer richtig.
Das geht ja gar nicht. Pass auf deine Zähne auf, Marie. Ich habe auch die Zähne auf dem Stammbaum. Boah. Ja, war das schon 300 Jahre, die ist, dann wundert es mich nicht, dass man das jetzt erkranken kann. Aber irgendwie ist gut. Interessant. Ich mag kein sauer. Ist es sauer? Mhm. Ah, das hätte ich gern gehabt. Da. Nimm. Du hast jetzt eine ganze Stange noch da, Alex. Ich schläge da jetzt in der Mitte noch. Aber irgendwie, ich mag das jetzt zeigen nicht und sauer. Und das war schon noch eher meins. Das mag ich nicht kosten. Das schaut sauer aus. Das habe ich zu Glück. Das, da, dann, Kuschel. Was ist das heißt, war... wie ein Taler. Okay, das ist ganz besonders. Sie haben ganz viel von sowas. Kostet, ich weiß, was es ist. Was ist das? Es ist ja salzig. Was? Die haben voll viel Candies, die salzig sind. Ja, wirklich. Ich habe auf der anderen Seite noch nicht runtergeschleckt, wenn du das probieren müsst. Wie kann man das essen? Wie kann man das? Wer? Nein, das geht gar nicht. Das ist echt das Schlimmste. Das ist eine salzige Lakritz eigentlich, oder? Nein, Lakritz gibt es nicht, das ist hart drin. Gibt es da irgendwas, was gut ist? Was ist das? Nein, ich habe noch schlechte Sachen genommen. Ich glaube, das haben wir meine Cousins eigentlich da. Das finde ich so unappetitlich. Das andere ist, aber das gibt es nicht. Immer muss ich die grauslichen Sachen. Du isst die grauslichen Sachen. Ah, du hast noch was ganz Spezielles. Das schenke ich euch. Nein, das probierst du. Warum muss ich das mit machen? Du musst dir sagen, warum. Mit dem Keks muss ich mir. Das ist kein verschimmelter Keks. Du willst einen Schlecken, hau das rein. Alex, ganz eine. Komm. Jetzt kau einmal. Sag mir mal, sag ja. Ist das scharf? Ja, das ist ein Wasabi. Ich hab's nur angeschleckt auf meine Zunge. Schau! Ist doch! Das war doch mittig gewesen! Darum ja, schaut es so gut aus. Jetzt schau. Nein, also das. Nein, jetzt das. So. Die Jenny tut angerufen und du musst das jetzt machen. Genau! Ach, das ist scharf. Geht's? Er hat mir richtig die Nase durchgepustet, die kann wieder riechen. Okay. Boah, ist das scharf! Ja, aber Wasabi, was ist das? Nuss? Aber es schmeckt sowas grauslich nach Senf. Nach Senf? Okay. Wer du isst jetzt da die schiefen Zähne? Nein, ich habe eh schon alles ausgespuckt. Die sind ein bisschen gescheit schief, ha? Mhm. So eine alte Dame. Okay. Irgendeine Oma in Schweden sitzt jetzt zahnlos da und wartet und du isst ihre Zähne. Das erinnert mich an eine Challenge. Ah. Und Spanne. Können wir mal schauen. So. Ich hoffe, euch hat es geschmeckt, diese schöne Kulinarik, ekelhaft, die ich euch mitgenommen habe. Nein, also Leute, nur damit ihr wisst, in Schweden gibt es auch richtig gute Süßigkeiten, aber ich habe echt die ekligsten mitgenommen. Und ich würde mal sagen, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Und wir sehen uns. Tschüss.